Moin Moin Leute, ich bin's euer Blackshot 1703. Dabei ist natürlich der Bounty und der komische Preuße da vor mir. Und der Günther. Die Xander, die wir miternehmen müssen, ey, wir haben uns eigentlich gerade besiegt hier vor Lachen. Aber. Wir haben ein ganz kleines Problem. Ich habe eben gebetet, habe dabei 1200 Erfahrungspunkte gekriegt und das hat mich irgendwie auf Level 20 hochgestuft. Richtig. Heißt, ich nehme Skill jetzt erstmal. Ja, ich bin auch nicht mehr weit von Level 20 entfernt und der Einzige, der jetzt halt echt noch extrem mit dem Arsch hinterherhängt, ist er. Günther! Obwohl, der hat nur 4,5 Balken, hattest du gesagt, ne? Ja, wir haben jetzt 5. Ah, 5, okay. Und du hast Mund voll. Ja, weiß ich frage gerade Gummifiecher. Ja, mehr wie 16 Krabbesungen ist, ne? Weißt du ja. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mache, Alter. Aber die Quest alle, Seehöhle habt ihr, Höhle habt ihr, ja, ne? Ja, klar. Ja. Okay. Ja, dann lass uns mal zur Seehöhle gehen. Warte, ich muss gerade die Reichweite von meinem Ranspringen erhöhen. Ich bin gerade am Skillen, warte mal bitte. Ich muss noch Attribute erhöhen. So, Konsti Stärke. Okay. So, aber, Talente. Aber in Zukunft bitte nicht mehr Wortaufnahme beten. Danke. Hey, du hast genauso gesagt, ja, mach mal. Ja, weil Günther wieder zu vorschnell war. Warum ich jetzt? Ja, du hast ja erst gebetet. Oh, ja, das ist geil. Ich denke ja auch hinterher. Ja, Alter, okay. Nee, das ist nicht so geil. Schaden nicht frei verfügbare sowie Begegnungskräfte. Also, das heißt, wir dürfen die nächsten 5 Male nicht beten. Okay. Ein Held von eurem Schlag benötigt. Ich hab, suchen Sie einen Händler in der Protektion. Reittierhändler, okay, nehme ich an. Also, eine neue Aufstiegskiste. So, ich ist ab Stufe 20, Sascha. Ach so, stimmt, ja. Da war ja was. Reittierbedarfsmarker und so was. So. Ja. Ich nehme derweil mal kurz meinen Job hier an. Lass ihn weiter Eisenerz sammeln. Was? Seid ihr am Kämpfen? Ja, hinter dir. Ja, und das andere Problem ist jetzt, die zwei sind Level 20, ich bin knapp Level 20 und das Problem hat man schon mit 19. Also kann es dann eventuell passieren, dass wir dann halt einen Coxy-Cut machen, das aufnehmen, aber das dann halt den Zeitraffer machen. Ja, wenn wir mal wieder keine Quests haben sollten. Ja. Apropos, ich muss hier mal kurz meinen Questpfad ändern. Oh, fick. Kannst du die Level 20 Quest nicht teilen? Geht das nicht? Nein, ich kann keine charakterbezogene Quest teilen, das geht nicht. Achso, ja, ich wusste jetzt nicht, dass die charakterbezogene. Reittierhändler ist logischerweise bei mir. Ja. Und dann gehen wir zu den Höhlen des Sees. Hey! Und Artek oder wie der Typ heißt? Ne, Aram. Hä? Was? Wo? Hier wird einfach gekämpft? Ja. Hat jemand einen. Nein. Was? Arcana. Glaub nicht. Naja, wieso kann's gehen, Leute? Da seht ihr den hässlichen Zwerg direkt hinter mir. Ich glaube, den Titel haben wir schon. Nein. Ja, Spaß. Deswegen. David hat uns ja was gefragt, ob wir das nicht machen sollen. Es geht ja nicht um David, es geht um Jens. Ach so, den komischen Helm. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Der hat genau so einen Helm. Oh. Gegner! Alter, warum leckt er gerade hier so derbe? Bei mir aber auch. Überhaupt nicht. Ah, nächste Woche. Ha, herrlich. Ich hab hier Gegner. Ich auch. Oh, ich hab hier oben einen Offizier. Hashtags? Jappa. Okay, dann gehen wir den Offizier holen und hier unten holen wir uns dann noch die Schatztruhe. Das ist eine Schatztruhe. Ein Hinweis. Okay, ich bin Level 20, Leute. Für mich? Ist mir.
Stopp! Fick doch die Henne, Alter. Nein, da ist eine Schatztruhe da hinten. Oder war das echt nur ein Hinweis? Das war da echt ist ein nur ein Hinweis. Haben wir einen Schurken? Nein, aber vielleicht hat das hier trotzdem jemand. Nein, ich nicht. So, ich tue mich jetzt eben aufwärmen, weil die Leute haben es ja eben schon gemacht. So, was tue ich denn? Genau. Den tue ich. So, und dann kommt der hier rein. So, 200. So, ich schicke eben meine Gefährtin auf Ausbildung. Apropos Gefährtin, genau, Ausbildung. 21 Minuten. Du solltest deine Heilerin nicht wegschicken, wenn meine schon weg ist, damit David sich nur erstmal auf mich konzentrieren kann. Zu spät, die ist weg. Vogel. Achte mal, was kostet denn 1433 Euro Astral-Diamanten? Nee. Bei mir kostet so viel. Nicht Rohastral. Oder Astral-Diamanten. So, wo tun wir jetzt das Talent hin? Ruf da, genau. Oh, hier ist Equip. So, Charakter. Genau, ich hier kann man. Level 20 was gekriegt, was ich anlegen kann. So, da einmal. Jupp. Da einmal. Wartet doch mal bitte kurz. Also, Inventar. Equipment. Verteidigung. Ja, den kann ich anziehen. Den kann ich anziehen. So, den Bogen kann ich anziehen. Jens, ich habe hier was für dich. Alter, ich habe hier so viele Teile, die ich anziehen kann. Komm mal, so, die kann ich anziehen. So, was habe ich denn hier noch? Achso, die sind erst ab Stufe 22. Ah, die sind alle erst ab 22. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar, sehe ich gerade. Ich muss verkaufen gehen, Leute. Ich schmeiß jetzt einfach den Müll aus dem Inventar raus. Ich entsorge das jetzt einfach, was ich nicht gebrauchen kann. Und was kein Geld bringt. Ja. Ja, Religionspaket brauche ich nicht. Ich brauche kein Naturpaket zum Beispiel. Ja, beschädigte irgendwas. So ist der kleine Heiltrank nicht bei den kleinen Heiltränken einsortiert. So. Gewerbekundepaket, weg damit. So. So, was hat der bei Gefährten? Ja, toll, super Inventar. Neue Aufgabe. Was ich hier gerade mache, aber das ist mir egal. Ja. Nein. War nicht ganz am Anfang ein Händler? Nein. Das ist eine Instanz, du Vogel. Ja, danke, du super Vogel. Ich weiß, dass ich ein super Vogel bin. Das hättest du mir nicht mitteilen müssen. Oh Mann, ey, gib dir mal ein bisschen Wasser, ey. Warte. Nein, das ist kein Wasser, das ist irgendein anderes Gesöff. So, Reittiermarke. Genau, die kann man... die muss ich erst einlösen, richtig, beim Händler. Beim Pferdehändler. Ja, und dann kriegt man dann halt, glaube ich, für 6 Stunden irgendwie so... Ein Pferd. Pferd. So, können wir weiter? Ja, ich verzauber gerade, warte. Ja, jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, den ich euch gesagt hatte, dass ihr den nicht machen solltet. Während einer Instanz den Gefährten auf Arbeit schicken. Ja, ich habe es ja auch gemacht, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass nur einer von uns beiden das macht. Naja. Oh, hier ist ein Gewerbekundepaket. Oh. Der war platt.
Sascha, viel Spaß bei der Fake-Kiste. Was? Ja. Hallo? Ich hab gesagt, das ist eine Fake-Kiste, aber... Ich weiß, ich wollte aber die Erfahrungspunkte haben. Und wenn David mich heilt, sollte das überhaupt kein Problem sein. Und platt ist sie. Ist du wohl. Guck mal, ist was für dich drin. Alter. An dieser scheiß Fake-Kiste, Alter, die leckt. Ja, das war Herausforderung pur. Jetzt gehen wir erstmal hier oben rechts gucken, was hier schönes ist. Ich hab dem Hexer gerade mal das Knie gebrochen, ne? Ja, so soll das ja auch sein, ne? Hier ist ein Religionspaket. Oh. 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 Ach so, da kommt die Magion. Hallo, Madame Hexbane. Da unten ist ein Naturkundepaket, Sascha. Echt, Hex? Ja, da hinten zwischen. Ja, ich hab's gesehen, aber ich spring da jetzt nicht runter. Wir müssen da eh runter. Aber wir gehen mal im Weg, würde ich sagen. ja. Okay, Hexbane hat uns gesehen. Ne, Günther hat Hexbane gepult! Boah, Jengs. Günther, was soll denn der Scheiß? Du machst mir die Arbeit aber auch mit Absicht schwer, oder? Jens? Hä? Du machst mir die Arbeit aber auch mit Absicht schwer, oder? Ja. Mein Gott. So, genau. Ich hab doch gerade. So, da hinten ist eine Schatzkiste. Aber erstmal. Das Naturheil-Ding kommt so weiter hier irgendwo. Das Naturkunde-Paket ist hier um die Ecke. Alter, hier mittendrin. Ah, siehst du, ich hätte auch so rumlaufen können. Ja. So, da rechts ist eine Schatzkiste. Ja. Und Dave sich gerade schon göttlich ergöttert. Ja, hab ich mir aber auch schon geholt. Hier ist ein Diebstahlpaket, da ist ein Arcana-Paket. Ja, wenn wir jetzt mit, ne? Habt ihr euch die Belohnung geholt? Habe ich gerade, ja. Ich. Mein neuer Schild sieht ganz nice aus. Habt ihr euch die Belohnung hier alle geholt, ja? Ja. Wer sie nicht geholt hat, hat Pech gehabt. Richtig. Der darf hier allein nochmal durchgehen. Richtig. Besonders Günther. Warum mit dir? Ja, weil du vorher pulkst. Und der sagt doch noch nicht mein Sterbenswort, ne? Nö, wir gehen einfach gleich auf das Viech los, obwohl wir noch beschäftigt sind. Ja, richtig. Also echt. Keine Zeit mehr, die jungen Hühner von heute. Ey. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja. Ja. Ich hab extra schon Tanke, damit ich sowas abfangen kann, ja? Ja. Und dann macht das auch noch einer aus unserer eigenen Gruppe, ey. Ja, ja. Und dann bist du 3 Kilometer entfernt, weißt du? Och, ihr seid da lang. Okay. Ja, wir gehen zu Xaliana. Ach, verdammt. Das, was uns angezeigt wird, ist die Quest in der Protector's Enclave. Ja. Mit dem Reittierhändler. Ja, richtig. Jens, wieso rennst du vorbei? Jens! Boah, Alter. Der ist gerade erfahrungssüchtig. Björn, mach mal nicht so weit weg.
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass er einfach weiterläuft und uns einfach kämpfen lässt, obwohl er der DD ist, aber egal. Richtig. Jens, weißt du, was DD bedeutet? Damage Dealer. Der Typ, der den meisten Schaden rausdrückt. Nee, das bist eigentlich der du, Tod aber. Von Hexbane ist ja, ein unter anderem. In den Aufzeichnungen von Hexbane oh, Level up. Nee, Spaß. Ist Craig Faltus, dem Jens ist Level up. War Einfluss ja, über Glückwunsch. So, jetzt warten wir auch nicht, Arschlecken. Doch, warte, ich muss gerade hier einen Job machen. Zu Goldseeker und befragt ihn, was die Banditen mit ihm zu schaffen haben. So, weiter. Ja, tschüss, Günther. Du bist, du weißt ja, wo wir sind, ne? Oh, ein Feechen. Ryan, wieso redet der nicht mehr mit uns? Der ist jetzt beleidigt. Der hat schon die ganze Folge kaum mit uns geredet. Richtig. Außer mein, eine Lache war dazwischen, ja? Da sind Gegner. Wo? Oh. Ach da. Ja. Okay, da waren Gegner. Ich will das Geld haben. Okay. Dort. Ja. Du spielst. Günther. Ach, da bist du ja schon. Von was bin ich denn da abgeprallt? Ich bin einfach abgeprallt, so plopp. Als wenn ich gegen so eine unsichtbare Wand geschlagen wäre. Ja. Mal gucken, was ich im Beruf habe. Okay. Waffenschmiede. Was können wir denn hier machen? 6 Stunden? Okay, machen wir ja, 6 Stunden. Ja, ich bin die ganze Zeit erstmal am Eisenerz sammeln. Ja. So ab Level 40, 50 können wir richtig anfangen. Ja. Auch wenn es dann eigentlich zu spät ist, aber dann hat man erst genug Eisen im Grunde. Ja. Ich glaube, mit meinem 54er habe ich 600 Eisenerz jetzt. Boah, doch schon so viel, ja? Ich spreche die ganze Zeit nur auf Eisenerz, die Suche schick. Ja. David, wo willst du hin? Ich hab so eine Quest. Jedenfalls hab ich hier noch eine. Ja, ich hab auch noch eine. Oh, ja. Da oben kann man eine annehmen, stimmt. Die habe ich nicht gesehen. Ist das, Jens, das ist die Quest, die du vorhin gemacht hast. Welcher ein Bote? Schlafen. Fertig. Ja. Wenn ihr es lesen wollt, guckt bei Sascha, ich war zu schnell. Ich war genauso schnell. Scheiß drauf. Oder spielt es einfach selber. Okay, jetzt müssen wir. Ernsthaft? Banditenbooten erschlagen? Nein. Löcher schlagen. In Banditenboote schlagen. Also. Schiffchen. Erschlagen. Kleine Minischiffchen. Sind ach so. Boote. Wir müssen jetzt erstmal wieder in das Gebiet, wo wir uns durchgekämpft haben, zum Leveln. Ja. So ein Shit aber auch, ey. Ja, müssen wir. Das ist eine Zwergenquest oder was? Nein. Nein. Ja, die kommen ja irgendwie schon bekannt vor. Ja, wahrscheinlich hast du die Quest schon angenommen. David, wie oft hast du diesen Laser? Und vom du Ende, hast uns nicht Bescheid gesagt und wir sind dann eiskalt dran vorbeigelatscht. Alle 12 Sekunden. Willst du mich verarschen? Weißt du, wie viel Schaden du damit machst? Ich weiß, immer in die 1000. Ja. Ja. Du bist Heiler und kein Damage-Dealer. Richtig. Ich hab immer noch 0 von 6. Ich auch. Jetzt. Müssen wir. Oh ne, ich muss nicht ernsthaft jeder einzelne das Boot. Doch, machen, ich hab auch 0 von 6. Ah, ey, das ist jetzt natürlich assi, ne? Aber egal. Ja. Wir kriegen mal Zeit rum. Zum Aufnehmen. Richtig. Hallo, blauer Panther. Wo? Wie? Was? Wo? Hä? Nein, bei mir hat gerade Orange gesagt: Plöpp! Blauer Panther spielt jetzt Battlefield 4. Oh, so. Der ist tot. Der war toter als tot, genau. Ich werde geheilt. Gegner. Auf 1000. Wo sind die Gegner? Das war fair, Sascha. Der war besser.
Mein Rückstand. Meine Haube. Meiner. Ah, ich guck mal, was die Haube bringt. Ah, auch erst ab 22, ich wollte mich doch hier verkackeiern. Kinder, geh mal weg da bitte. Achso, du musst auch noch? Okay. Wo willst du hin, ja? Ich hab noch eine Black Dagger Insignia eingesammelt, die da rumlag. Boah, was soll ich mit dieser komischen? Okay, mehr. Wow. Oh. Sag mal, steche ich durch den Gegner durch? Kann das sein? Wahrscheinlich. Mal. Boah, da hinten ist was Grünes. Nein, da müssen wir nicht hoch. Der sogar Feinde kegelförmig hinter dem Gegner trifft. Okay, ja, ich steche durch den Gegner durch. Oh, da kommt ein Riese. Minderer. Ja, toll. Ich tue jetzt die Dreiergruppe hier. Sollte für ein DD deiner Stärke eigentlich nicht das Problem sein. Nein. Tot. Oh, wo kam der Hund jetzt her? Mit Mike hat er hochgesprungen. So, what? Ja. Wollen wir die Fake-Truhe killen? Ja. Ja, warte, ich gehe wieder von hinten. Erstmal töte ich hier den Rest. Ey, was war das denn gerade für ein komischer Strahl? Den macht jetzt David schon die ganze Zeit, den Laser. Jetzt ist aufgefallen. Ja. Super. Oh mein Gott. Aber schön abgesprochen, Leute. Schön abgesprochen. Ja. Na tot. Und was ist das für mich? So. Da. So eine behinderte Quest, Alter. Ja. Die hätte man echt eben bei Level 19 brauchen können. Ja, dann will ich nicht wissen, was dieser Laser für einen Schaden macht im späteren Verlauf, Alter. ist der Stufe 1 oder Stufe 2? Stufe 1. Ach du Scheiße. Ja. Oh, hey, Gegner. Alter, was habe ich denn jetzt für eine... Was für eine Sprungreichweite habe ich denn jetzt? Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Nein. So, passt mal auf, ich suche jetzt mal einen Gegner raus gleich. Moment, wir machen jetzt erstmal der Burg kaputt. Yes, eins noch. Ja, eins noch. So, ihr seht den Plünderer da, ja? Ja. Warte erstmal. Ach, da. Ach so, warte, ja genau, der Boot hier noch kaputt machen. Komm mal her zu mir. Ja, Moment. Boah, Yumato. So. Jens, nicht angreifen. Warten. So. Ich spring jetzt hin. Boah. Ja, du bist hingelaufen. Also bei mir bist du hingelaufen. Ja, weil du von hinten geguckt hast. Ich mach einfach so einen riesigen Satz einmal auf den Gegner zu. Meins. Ja, doch nicht. Nee, meins. Hier, schau. Warte. Jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn gesprungen gesehen, ja. Aber du machst noch nur 30 Meter, du wieder aus, weil du bist nicht direkt auf die Gegner drauf zugesprungen. 20 Fuß. Ja. Ja, aber ich meine für so einen Sprung. Ja. Und der hat ein gebrochenes Knie, deswegen kriegt er Zeitschaden. Ja. So, dann lass uns hier morgens mal verpissen. Gehen wir zum alten Len. Ja. Und dann würde ich da sagen, dann machen wir einen Aufnahmecut, nicht? Okay.
Machst du ihn schon tot? Ja, toll. Da wollte ich gerade noch ein paar Pfeile loswerden. Zu viel im Inventar hab. Das ist ein Fake? Nein, doch nicht. Das ist ein Fake! Oh, doch nicht. Wer kämpft denn da? Ich. Also. Und ich. Wir sind Gewerbekunde. Ja, ich bin unterwegs. Sind wir noch richtig? Ja, ja, ich folge gerade einfach dem Questpfad. Richtig. Da oben ist der Turm, wo Len steht. Ja. Au. Jo. Da oben ist eine Black Dagger Insignia. Die will ich haben. So, jetzt mache ich mal gerade eine Erklärungsstunde, die sonst Sascha ja macht. Von diesen Nein, Black Dagger du lässt das. Nein. Bei diesen Black Dagger Insignien kann man sich sogenannte Siegel des Löwen kaufen und bei Siegel des Löwen kann man beim Siegelhändler gegen sehr gute Ausrüstungsgegenstände eintauschen. Richtig, genau, aber diese Siegel des Löwen, die kriegt man halt nicht überall. Später kriegt man Siegel des Manticores. Richtig, genau, und die sind halt ein bisschen, habe ich nicht. Und der David hatte schon Level 60 Charakter und er sagte, wenn man sich dagegen Astraldiamanten Kleider kaufen will für Level 60, da muss man tief in der Tasche greifen. Ja, und ich habe hier übrigens schon wieder was für dich. Ja. Ich habe auch was Rotes. Beschützender Kämpfer ist er doch, ne? Ne, ich bin beschützender Kämpfer. Ja, dann habe ich was für dich, Kim. Die Schätze könnt ihr für euch behalten. So, handeln. Achso, du bist gerade mit einem anderen Herrn beschäftigt. So, jetzt darfst du. Unbedingt okay. Verkaufen. Ah, Kim, du warst zu schnell. Ich wollte gerade auf Handeln drücken. Ach, mach dich stornieren. Wollen wir tauschen? Dann kriegst du das und das von mir. Ach, du hast keinen Platz für zwei mal, ich habe so viele Sachen noch für Stufe 22 behalten. Behalte Müll. Habt ihr jetzt wieder noch eine Quest von denen gekriegt? Ja. Versteckte Ja. Hülle. Ich auch. Was ist denn bitte eine weiße Perle? Wir sehen nicht. Damit kannst du veredeln. 100 Veredelungspunkte. So. Komm Goldsieger gegenüber. So, aber Günther und Baut bleiben hier. Ja. Denn wir machen jetzt genau an dieser Stelle einen Cut. Tschüss. Und sehen uns in circa 2 Minuten wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Wow.